In Deutschland hat sich eine richtige Wegwerfmentalität verbreitet. Wir nutzen 320.000 Coffee-to-go-Becher in der Stunde. Da müssen wir was gegen tun. Und deswegen möchte ich Mehrwegbecher stärken, Mehrwegbechersysteme. Ich will, dass die Hersteller, die solche einfachen Pappbecher produzieren, dass diese Hersteller stärker zur Verantwortung gezogen werden. Und ich werde jetzt ganz einfache Plastikbecher, die so aus so einem aufgeschäumten Plastik sind, verbieten. Das hat uns heute die EU ermöglicht. Die neue Richtlinie sagt, dass wir Plastikbesteck, Plastikteller, Strohhalme, die in Wirklichkeit Plastikhalme sind, dass wir diese ganzen Dinge verbieten können. Das werden wir jetzt umsetzen.